Holster Review Nummer 3. Heute schauen wir uns mal das Bladetech OWB Holster an. Geliefert wird es in einer gummierten Kunststofftüte mit Reißverschluss, also eigentlich recht nett. Mit soweit eigentlich nicht viel drin. Kostenpunkt beim Sportshooter.de liegt dieses Holster bei 79 Euro. So wirklich viel zu erzählen gibt es, denke ich mal, über dieses Holster jetzt nicht. Es ist relativ easy zu handhaben. Wir haben die Möglichkeit, dieses Holster über die Gürtelschlaufe an einer Koppel anzubringen, ganz normal, outside the waistband, belt slide. Und dieses Teilchen hier kann anscheinend irgendwie verschoben werden, um es an die entsprechende Koppelgürtelbreite anzupassen. Ich habe die Möglichkeit, über diese drei Schrauben hier, hier sind die entsprechenden Gegenstücke, das sind diese Chicago-Schrauben, kann ich den Winkel, den Tragewinkel einstellen. Ich habe die Möglichkeit, dieses Holster in zweierlei Art und Weise zu tragen. Entweder direkt, also damit ein Concealed Carry. Das heißt, ich mache diese drei Schrauben hier unten raus. Diese hier und montiere die Gürtelplatte direkt hier unten drauf. Oder ich habe dieses Zusatzmodul hier mit drauf, damit das Holster ein bisschen tiefer liegt und ein bisschen absteht. Wohlgemerkt, hierbei ist zu sagen, es hat von Hause aus, wenn man schaut, direkt schon einen ziemlichen Winkel, was verursacht, dass natürlich das ganze Ding bis nach innen kantet. Wie es sich tragen lässt, werden wir aber gleich sehen. Kurz zur Passform. Wie gehabt, ich probiere es mit meiner Serie 70, 1911. Dieses passt hervorragend hier rein. Und meine Gold Cup ebenfalls. Die ist auch wieder ein ganz klein wenig strammer. Das kann immer ein bisschen daran liegen, wenn hier unten auch der Abzugsbügel ein bisschen breiter ist und ein bisschen anders gefertigt ist, dass es manchmal ein bisschen strammer sitzt. Kann aber auch oben an dieser Schiene liegen. Ja, dass er einfach ein bisschen besser einrastet. So, wir werden das Holster jetzt mal an die Koppel anlegen und dann werden wir es anziehen und dann schauen wir mal. So, ganz normal, wie bei jedem anderen Gürtelholster eigentlich auch. Wir schieben den Gürtel letzten Endes einfach nur durch die Schlaufen. Es ist immer ein bisschen schwierig mit diesem mit der Koppel von Double Alpha, weil die recht steif ist und eigentlich nicht für diese Art von Halterung konzipiert ist. So, Dille, ich habe es jetzt mal angezogen, also die Koppel. Und wie man jetzt schon sieht, liegt das Holster durch diese Kantung, durch diese Schräglage von der Montageplatte schon relativ dicht am Oberschenkel auf. Das heißt, da schlackert auch nichts. So, wir holstern mal. Und damit sieht man auch, man hat ausreichend Platz, um zu ziehen. Ich gehe mal ein bisschen dichter ran. Man hat also ausreichend Platz, hier mit dem Daumen vorbeizukommen, um die Waffe auch zu ziehen. Natürlich, wie bei den anderen Holstern auch, habe ich die Möglichkeit, über diese zwei Schrauben den Ziehwiderstand entsprechend der Waffe einzustellen. Aber ziehen und holstern funktioniert bei meiner normalen 70er Serie hervorragend. Mit der Gold Cup. Wie gesagt, die sitzt immer ein bisschen strammer, ist aber nicht weiter schlimm. Hat ebenfalls eine sehr gute Passform. Bladetech OWB Holster kostet 79 Euro für 5 Zoll. Da unten geschlossen ist es auch tatsächlich nur für maximal 5 Zoll 1911 gedacht.